Gott ist mein Heil. Jahwe ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werdet an jedem Tage sprechen, preist Jahwe, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Das ist das, was wir tun im Lobpreis. Das ist das, was wir im Lobpreis tun. Jesaja 12 ist das. Gott ist mein Heil. Und dann, er ist mir zum Heil geworden. Und dann mit Freuden, das war schon ganz gut von der Freude, okay, werden wir gleich noch Raum für haben. Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Halleluja. So, jetzt kommt der Knüller. Das Wort, was im Hebräischen für Heil verwendet wird, ist Jeshua. Jeshua. Siehe, Gott ist mein Jeshua. Er ist mir, er ist meine Stärke und mein Loblied. Er ist mir zum Jeshua geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen Jeshuas. Es gibt keine anderen Quellen, aus denen wir wirkliches Wasser schöpfen können, was Heil gibt, was bis in die Ewigkeit hineinreicht, was wahre, echte Freude gibt. Der Herr hat das für uns. Und dieses Wasser, was in der Bibel immer wieder als Wasser bezeichnet wird, das ist der Heilige Geist. Schaut, in der Bibel gibt es unterschiedlichste Bilder dafür. Da heißt es beispielsweise die Quelle. Die Quelle ist vor allen Dingen etwas, was im Alten Testament vorkommt. Ja? Alle meine Quellen sind in dir. Ne? Beispielsweise. Oder bei dir ist der Quell des Lebens. Oder wo Gott sagt, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen und so weiter. Quelle ist ein Bild für den Heiligen Geist. Dann Brunnen. Brunnen ist ein anderes Bild. Wir haben da gestern schon was von gehört, vom Brunnen ausgraben. Brunnen haben wir beispielsweise in Jesaja 12, Vers 3. Da heißt es, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Dann wird auch das Bild von einem Bach verwandt, beispielsweise im Psalm 110. Da wird ein Bach genannt. Und bei Hesekiel ein Fluss. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann wird aus der Quelle und dem Brunnen und dem Bach und dem Fluss der Strom. Dann kommt der Strom. Ströme lebendigen Wassers, die fließen. Von denen, die glauben, wie die Schrift sagt. Wir alle, wie wir hier sitzen, sind Menschen, die sagen, wir glauben so, wie die Heilige Schrift es sagt. Christen im biblischen Sinne, wir glauben, was die Bibel sagt. Und Jesus selbst sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme, Mehrzahl, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und im nächsten Vers heißt es, das sagt er aber von dem Geist. Der Geist Gottes soll aus uns heraus strömen in diese elende, sterbende, trockene, dunkle Welt. Ströme, Ströme von Geist. Geist, der aus uns heraus strömt. Damit das strömt, müssen wir in der himmlischen Dimension an den Strom angedockt sein. Und das fließt durch uns als Botschafter an Christi Stadt,
die wir hier auf dieser Erde sind. Und diese Ströme kommen hervor. Das Interessante ist, dass Jesus sagt, aus dessen Leib, wörtlich steht er, aus dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er von dem Geist. Das finde ich eine komische Formulierung. Der Bauch ist nun wirklich Körper. Körper, Fleisch, Body, gell? Irdisch, weltlich, fleischlich, Körper, Bauch. Aus dem Bauch werden Ströme vom Heiligen Geist fließen. Heißt, da wo du bist, will Gott dich gebrauchen, dass aus dir ein Strom fließt, wo sich der Geist Gottes in dieser Welt manifestiert. Von der himmlischen Dimension durch dich hinein in diese Welt. Das ist das, was Gott durch dich fließen lassen will. Ströme von Heilung, Ströme von Segen, Ströme von Errettung, Ströme von whatever. Und dazu will der Herr dich und mich gebrauchen. Er will uns als Kanal, als Quelle, als ein Ort bringen, wo dieser Strom hervorbricht. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns sagt, ich glaube so, wie die Schrift sagt. Es ist gut, wenn wir hier jubeln und jauchzen und uns freuen. Perfekt. Aber es geht darum, dass jeder Einzelne wirklich sein Herz aufmacht und sagt, Herr, ich will mich dir zur Verfügung stellen, damit genau das, was du möchtest, passieren kann. Ich gebe dir meinen Leib, mein ganzes Sein, damit diese Ströme Gottes fließen können. Denn wenn wir vom Tsunami Gottes reden, ja, der kommt ja nicht irgendwie. Der passiert ja nicht irgendwie out of the blue. Sondern der kommt durch dich und mich. Durch die Menschen, durch das Volk Gottes. Wir sind die Träger des Tsunamis Gottes, aus denen die Ströme auf einmal hervorbrechen. Wir sind wie offene Schleusentore des Himmels, wo die Segnung Gottes hindurchfließen. Und dazu will der Herr dich gebrauchen. Deshalb hat er dich hierher gebracht. Der drängende Strom will durch dich. Der drückt schon. Und du musst dich öffnen und sagen, egal was. Ich öffne mich für das, was der Herr tun will. Und das ist das, was wir auch in dem Lied singen. Ich öffne mich für das, was der Herr tun will. Und da ist mehr. Und das ist genau dieses Ding, was Jirael gerade gesungen hat mit Hesekiel, mit dem absolut genialen Text aus Hesekiel 47, den ich euch nochmal vorlesen werde. Siehe, also er hat eine Tempelvision, sieht den Tempel, und dann geht ein Engel, der ihn leitet, zum Osten hinaus, und der hat eine Messschnur. So. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Okay, das ist schon mal gut. Der war schon mal im Wasser. Ich glaube, wir alle sind auch schon mal im Wasser. Das ist schon mal gut, das ist schon mal super. Der ist nicht in der Wüste, der ist nicht im Gebirge, der ist nicht irgendwo Kilometer weit weg, sondern der ist schon mal da, wo das Wasser ist. Patsch. Wasser, dass die Fußsohlen benetzt sind. Gut, super. Das ist schon mal grandios, der ist schon mal am richtigen Ort. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Er maß 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen. Ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte. Nicht durchschreiten konnte. Der musste die Bodenhaftung aufgeben. Er konnte nicht mehr mit den Füßen auf dem Grund stehen. Er konnte nicht mehr schreiten. Er konnte sich auch nicht mehr unter Wasser schreitend fortbewegen. Wie im Kinderbecken im Freibad. Ne? Sondern er musste irgendwie eine Willensentscheidung treffen und anfangen zu schwimmen. Er musste persönlich die Entscheidung treffen, ich schwimme jetzt. Ich lasse diese übrigens nur vermeintliche Sicherheit, die der Boden mir bietet, los und fange an zu schwimmen. Das war der Sinn von dem Ganzen. Dieser himmlische Bote hat ihn dahin gebracht, damit er anfängt zu schwimmen. Denn das Wasser
war tief. Übrigens steht hier im Urtext, in der hebräischen Sprache, das Wasser war hoch. Die Juden drücken das anders aus. Die sagen nicht, das Wasser ist tief, die sagen, das Wasser ist hoch. Interessant, hä? Das Wasser war hoch, ganz hohes Wasser. Wasser zum Schwimmen. Wasser zum Schwimmen. Wir sind Menschen, die wir kulturell einfach auch so durch unsere Gesellschaften, Situationen, Gemeinden geprägt sind. Wir brauchen irgendwie diese Sicherheit. Wir brauchen irgendwie diesen Boden unter den Füßen. Da geht's mir nicht anders als dir. Irgendwie sind wir doch sehr erdverwachsen, ne? Und Gott sagt, ich gebe dir ja Zeit. Ich messe das mal ab und das geht nicht gleich von jetzt auf sofort, sondern erst mal so und dann so. Aber irgendwann musst du wirklich reinkommen, dass du in diesen Strom Gottes hinein schwimmst. Schwimmen. Und im Bild gesprochen ist dieser Strom um uns herum. Wir schwimmen im Strom, nicht oben auf dem Wasser. Ja? Im Strom des Geistes. Wir sind umhüllt davon. Und das möchte der Herr für dich tun. Er möchte, dass du in dieses hohe Wasser hineinkommst. Und ich habe den Eindruck einfach, dass manche von uns am richtigen Ort sind und die sind wirklich gut im Wasser. Aber vielleicht bis zum Knöcheln. Es ist nicht schlecht. Das ist schon mal super. Aber der Herr hat mehr für dich. Und vielleicht stehst du auch schon bis zum Knie im Wasser. Du bist richtig mutig gewesen. Ich will dir was sagen, der Herr hat echt noch mehr für dich. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, mir steht das Wasser schon bis zum Hals. Dann ist höchste Zeit, die Bodenhaftung loszulassen und wirklich anzufangen zu schwimmen. Wir müssen wirklich diese vermeintliche Sicherheit loslassen. Im Grunde genommen ist das Ding mit Petrus, der auf dem Wasser ging, nichts anderes. Wir müssen uns diesem Element anvertrauen. Solange wir noch auf dem Boden stehen, können wir nicht schwimmen, werden wir auch nicht schwimmen. Aber wenn eine Welle kommt, wird es gefährlich. Wir müssen dahin kommen, dass wir wirklich mit dem Strom des Geistes schwimmen. Und das ist es etwas, was wir machen wollen. Und wo wir jetzt in der folgenden Lobpreiszeit uns einfach wirklich nach ausstrecken wollen. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass du sagst, Herr, ich will in diesem Strom schwimmen. Ich will, dass es durch mich hindurch fließt. Ich will, dass ich mittendrin bin. Ich will, dass ich die Bodenhaftung wirklich hinter mir lasse. Hineingehe in das, was du für mich hast. Wirklich, wirklich, wirklich schwimmen. Wirklich schwimmen. Und das ist nicht wirklich was mit Emotionen zu tun hat. Das ist eine Willensentscheidung, dass du sagst, Herr, ich tue es. Mir vollkommen wurscht, wie ich mich fühle. Ich fange einfach an, im Strom des Geistes zu schwimmen. Ja, und wie sieht das praktisch aus, fragt jetzt einer. Ja, indem du zulässt, dass das, wo du merkst, dass der Heilige Geist dich hinbewegt, dass du das einfach tust. Auf einmal spürst du, hups, die Tussi an der Kasse. Sieht aus, ob der Kopfweh hat. Und du merkst, dass der Herr sagt, fragst du doch mal, ob du so wie sie beten darfst. Nee, gerade, die andere Kasse ist ja auch frei. So. Verstehst du? Dieses Drängen, was wir alle kennen im Grunde genommen, dieses Drängen des Geistes. Jetzt entschuldige dich bei jemand. Bring dieses Ding in Ordnung, was vielleicht schon jahrelang da mockert. Ruf mal jemand an. Besuch jemand. Oder quatsch nicht nur davon, dass man sich um die Asylanten kümmern soll, sondern geh tatsächlich mal hin. Mach was, wo du merkst, es ist vom Geist. Nicht Aktionismus. Nicht irgendwas, nur um was zu tun. Aber wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich drängt, dann tu es. Das ist es, um da reinzugehen. Und da fühle ich mich aber ein bisschen unsicher. Ja, du bist gerade dabei, die Bodenhaftung zu verlieren. Genau. Jeder fühlt sich unsicher. Jeder fühlt sich unsicher. Und da hat der Herr gar keinen Stress mit. Findet er gut. Der möchte nämlich, dass du schwimmen lernst.
und da hineingehst in das. Und das ist es, wonach wir uns jetzt ausstrecken wollen.